Jessica Braun, Buchautorin und Journalistin. Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändern kann. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Matthias Wittfurt. Das ist der Podcast der Atemcode. Heute haben wir in dieser Episode eine Buchautorin und Journalistin, nämlich die Jessica Braun, zu Gast, die ein Buch geschrieben hat, was ich im letzten Jahr, 2020, gelesen habe. Und mein Urteil darüber ist, das ist eines der besten Bücher über Atmung, die man sich zu Gemüte führen kann. Aktuell gibt es einen amerikanischen Autor, der James Nestor, mit dem Buch Breath, der den USA sehr, sehr bekannt geworden ist mit seiner Recherche und mit dem, was er über Atmung dort geschrieben hat. Und ich würde sagen, beide Bücher sind absolut gleichwertig. Wer James Nestor schon gelesen hat, sollte auf jeden Fall das Buch von Jessica Braun auch sich nochmal besorgen. Das gibt es jetzt in der Taschenbuchausgabe. Und das enthält so viele Informationen über Atmung aus den verschiedensten Gebieten, dass man, wenn man sich wirklich für Atmung interessiert, nicht darum herumkommt, dieses Buch zu lesen. Es hat mich ganz besonders gefreut, Sie als meinen Interviewgast zu haben in diesem Podcast. Wir reden über natürlich den Inhalt Ihres Buches, über Atmung an sich. Wir reden auch darüber, warum die Wim Hof Methode in dem Buch nicht vorkommt. Wir reden aber dann auch über die Wim Hof Methode und über, was meine Sicht da der Dinge ist, über diese Atemgeschichte. Wir reden über Lungen-OPs, die sie mitbeobachtet hat bei der Domina, wie Klienten freiwillig auf Atmung kurzzeitig verzichten, um da erregt zu werden. Und vieles, vieles andere mehr. Die vollständige Episode bekommst du im Atemcode Club. Wenn dich das interessiert, einfach zur Adresse bit.ly, also bit.ly/Atemcode Club gehen und den Clubbeitrag zahlen, der jetzt am Anfang noch bei 25 anstatt 59 Euro liegt. Die Chance, jetzt dabei zu sein, und du hast jede Zeit die Möglichkeit zu kündigen, jeden Monat, wenn dich das doch nicht interessieren sollte. Aber wer wirklich sich für Atmung interessiert, der ist da gut aufgehoben, weil es wird weiterhin, und es gibt schon eine Fülle an Informationen, die ganzen Folgen des Podcasts und nicht nur die Teilausschnitte. Und es freut mich sehr, dich da begrüßen zu können. Wir werden uns auch regelmäßig weiterhin in Online-Events treffen, einige hochkarätige Experten auch zu Gast haben über funktionelle Medizin, über Ernährung. Vieles erwartet dich da schon. Es gibt jetzt die Möglichkeit, da mitzumachen und da hineinzuschnuppern. Also guck einfach unter bit.ly/Atemcode Club mal nach und schnupper da mal rein. Du bist herzlich willkommen. Wenn du diese Folge einzeln kaufen willst, ist das auch möglich. Schau einfach auf meiner Homepage matthiaswittfurt.de. Dann kannst du dir auch einzeln erwerben, ohne dass du da in den Club mit eintreten musst. Und jetzt zu diesem Interview. Viel Spaß. Jessica, ich habe schon ehrlich gesagt lange darauf gewartet, dass ich dich dann auch wirklich konkret anschreibe und dich anfrage für das Interview für meinen Podcast. Erstmal ganz herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo Matthias. Ich habe dein Buch Atmen letzten Frühsommer gelesen, glaube ich, Frühling, Sommer, und war sofort begeistert. Ich habe auch auf Instagram, glaube ich, dir geschrieben, dass das toll ist. Ah, ja. Genau, das war ich. Ich war der Einzige. Nein, Quatsch. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich da reingucke, weil man vergisst auch so viel, was da für Infos drin stecken. Deswegen bin ich total glücklich, dass du da bist und ein bisschen erzählen kannst, wie das in ein Buch gekommen ist, auch ein bisschen inhaltlich auch vielleicht Stellung beziehen kannst oder wie du Dinge siehst. Erstmal ganz herzlich willkommen. Du bist Journalistin, soweit ich das weiß, hast zwei Bücher geschrieben. Einmal, ein paar mehr, okay, zwei, die ich finden konnte, zumindest offiziell. Einmal Atmen, was ich schon erwähnt habe, das Buch über die Atmung, und Your Home is My Castle als Wohnungstauscher um die Welt. Genau, mit meinem Mann zusammen. Ja, genau. Magst du vielleicht kurz was zu dir sagen, einfach?
Ja, also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier mit dir in der Sendung sein darf. Das freut mich total. Und für mich ist es natürlich als Autorin, wie du es schon gesagt hast, ich bin Journalistin. Ich bin anders als du keine Wissenschaftlerin. Deswegen ist es für mich natürlich immer ganz, ganz großartig, wenn jemand, der aus der Wissenschaft kommt, sagt, ich fand das gut. Weil ich versuche natürlich so gut wie möglich zu recherchieren und das alles zusammenzutragen. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man das von der Pike auf gelernt hat und das so das tägliche Brot ist, sich damit eben zu befassen. Und deswegen freue ich mich, dass dir das Buch gefallen hat und dass wir heute drüber sprechen. Ja, vielleicht kommen wir auch noch zu dem Thema Wissenschaftsjournalismus schon ein bisschen. Also ich fände ich auch ganz spannend, mit dir darüber zu reden, wie du das siehst, weil du schon so gerade angesprochen hast. Ja. Aber schauen wir mal, genau. Mhm. Ja, und sonst, da hast du es eigentlich schon zusammengefasst. Ich meine, ich bin von Journalistin aus dem schreibenden Bereich ursprünglich, schreibe für verschiedene Medien, unter anderem die Zeit, Brand 1, SZ, ja, so die größeren, schöneren Sachen und auch viele andere. Habe ein paar, ja, paar Bücher veröffentlicht mittlerweile und für den Deutschlandfunk jetzt auch vor kurzem mein erstes Feature. Das war auch toll, da nochmal in den Hörfunkbereich rein zu kommen und das auszuprobieren. Genau, und Atmen war ja zum Glück ein großer Erfolg, eine große Recherche und ja, freue mich, das ist jetzt gerade als Taschenbuch rausgekommen. Ja. Ja, werde ich auch nochmal verlinken natürlich und kann jedem empfehlen. Ich glaube, ich habe gerade geschaut, kostet eben nur 12 Euro für diesen Pack Informationen, was total krass und klasse ist. Wie bist du auf das Thema Atmung eigentlich gekommen? Also warum hast du das Buch geschrieben? Das Buch kam zu mir, weil ich natürlich, ich hatte selber bei mir festgestellt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Stimme, mit dem Atem. Immer wenn eine Situation war, die für mich Stress bedeutet hat, gerade so in größeren Meetings zum Beispiel, viele, viele Leute, die einem zuhören, die ganze Aufmerksamkeit auf einen gerichtet, dass dann meine Stimme flacher oder gepresster klang, als ich das gewollt hätte. Und ich wollte da irgendwas dagegen tun, weil in dem Moment, wo man das wahrnimmt, verstärkt sich das ja automatisch wieder. Man hört sich und denkt so, oh, jetzt klingst du schon wieder so angespannt. Und dadurch wird man dann noch nervöser und das Ganze ist so eine Spirale. Und ich wollte irgendwie dazwischen gehen und wollte es stoppen. Hm. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, als ich dann angefangen habe, mich damit zu befassen, war ich dann ganz schnell beim Atem, weil der Atem trägt halt die Stimme. Das ist quasi das Medium, das die Stimme überträgt. Und so ging das dann los mit der Recherche. Okay. Und wie lange hast du an dem Buch recherchiert? Oh, das war lange. Also ich glaube, ein ganzes Jahr. Mhm. Aha. Wow. Wenn du ansprichst, du hast Atmung genutzt, um sozusagen den Stress ein bisschen in den Griff zu kriegen, Stressmanagement, Nervosität. Du hast ja mir auch kurz vorher gesagt, du möchtest ein bisschen so eine Atemtechnik mal machen. Das wird mir total helfen, ja. Wenn wir einmal kurz den quasi auf den Atem achten. Also wer jetzt das gerade hört und die Augen schließen kann, also nicht gerade beim Autofahren ist oder so, möge die Augen schließen, alle anderen bitte die Augen offen lassen. Aber trotzdem mal einmal kurz nachspüren. So, wo ist der Atem denn gerade? Wo atmet man hin? Atmet man so in den Schulterbereich oder atmet man vielleicht ein bisschen tiefer, so in den Brustbereich, spürt man das, wo der Brustkorb sich so hebt und senkt. Vielleicht atmet man auch so in die Seiten, in die Flanken und spürt, wie sich da die Rippen dann auch mit ausdehnen. Oder vielleicht atmet man auch bis ganz nach unten in den Bauch und spürt, wie der sich so ein bisschen weitet mit jedem Atemzug. Und jetzt würde ich alle bitten, die zuhören, mit mir zusammen einmal ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Und nochmal ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und noch ein drittes Mal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und das ist das, was mir oft hilft, wenn ich so am Schreibtisch sitze und plötzlich nicht mehr genau weiß, wie fühle ich mich eigentlich gerade, einfach mal zu überprüfen, wo ist der Atem gerade und dann auch mich selber so ein bisschen locker zu machen, kurz durchzuatmen und dann bin ich wieder mehr bei mir und im Moment. Ja, super, vielen Dank. Klar.
Du hast in dem Buch auch geschrieben, dass du schon jahrelang Yoga machst. Also mit Atmung warst du schon irgendwie vertraut, dass Atemtechnik irgendwas bewirken. Warst du auch schon vertraut mit der Tatsache, dass die so starke Wirkung haben können? Oder hast du das eher so als kleine Nebentechnik wahrgenommen? Nee, ich glaube schon, dass das mit reingespielt hat, auch in den Wunsch, dieses Buch zu schreiben. Ja. Weil Yoga tatsächlich, also für mich viel mehr ist als eine Sportart. Man kann das als Sport betreiben. Aber so wie das in meinem Studio gelehrt wird, wie ich es wahrnehme, eben mit dem Pranayama, auch mit den Atemtechniken und auch mit sich anzugucken, wie lebt man eigentlich, geht man gut mit sich und mit anderen um und mit seiner Umwelt. Es ist dann doch irgendwie viel mehr als nur Fitnessübungen. Und Pranayama, also die Atemübungen aus dem Yoga, die helfen tatsächlich, um in bestimmte Zustände leichter reinzukommen. Das heißt, wenn man am Anfang der Stunde vielleicht noch so kalte Finger hat, man kommt von draußen oder so, dann funktioniert das Kapalabhati ganz gut. Das ist die Feueratmung. Dann merkt man richtig, wie der Körper warm wird. Oder eben auch während der Übung, während der Asanas, wenn die Lehrerin oder der Lehrer die Atmung quasi ansagt und dann wirklich mit der großen Gruppe gemeinsam im gleichen Takt zu atmen. Das hat was seltsam Verbindendes und Beruhigendes und danach fühle ich mich mal sehr, sehr aufgeräumt. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht so der Yoga-Mensch. Also ich habe immer mal wieder ein bisschen was probiert und mache das jetzt auch mit so einer bestimmten Methode, die ich jetzt gerade kennengelernt habe, wo auch Atmung eine große Rolle spielt. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man in der Gruppe gemeinsam atmet, dass das was Verbindendes hat, dass da ganz andere Energien auch frei werden. Das merke ich ja selber, wenn ich Workshops gebe und da gemeinsam geatmet wird. Also kann ich gut verstehen. Ja, also bei eurer Technik, also bei Wim Hof, hat es ja, glaube ich, auch einen sehr, sehr kräftigenden Effekt, das Atmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Genau, hast du das mal selber probiert auch? Ich habe das mal ausprobiert, aber ich glaube, der Effekt ist in der Gruppe immer noch mal eins besser, als wenn man für sich zu Hause rumvorstellt. Total. Also ich meine, zu Hause haben viele Leute schon eine tolle Erfahrung und verstehen das manchmal gar nicht, warum muss man überhaupt noch einen Workshop besuchen. Aber die meisten, die da im Workshop sind, sagen, warum erzählt mir denn keiner, wie cool das hier in der Gruppe noch dann ist, was da noch abgeht. Also Riesenunterschied auf jeden Fall. Aber du hast, und vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen, du hast ja ein Erlebnis beschrieben in dem Buch, wo du dieses Happiness-Programm davon Sri Ravi Shankar machst. Genau. So eine Eigen-Selbsterfahrung auch mal und mitmachst und dann, du machst ja viele Sachen da in dem Buch, das Quatsch, dass ich jetzt mal eine Selbsterfahrung war, aber ganz ausführlich beschrieben, wie das da so vonstatten ging. Kannst du da noch ein bisschen erzählen, die Umstände und wie du das erlebt hast? Also Sri Ravi Shankar ist ein Guru, ein Indischer, für diejenigen, die ihn nicht kennen oder den Namen noch nicht gehört haben. Und der hat eine NGO und leitet eben Menschen auf der ganzen Welt an zu bestimmten Atemtechniken, Atemmeditation. Also sein Programm ist so eine Mischung aus ein bisschen Yoga, also ein bisschen Übungen, vor allem aber eben Atemtechniken, verschiedene. Und er macht das mit Politikern, er macht das mit Prominenten, geht aber auch in Flüchtlingscamps zum Beispiel und bringt den Leuten dort eben auch bei, wie man quasi durch Atemübungen die Kontrolle wieder über die Gedanken bekommt, das Gefühl hat, die Situation wieder mehr beherrschen zu können und dadurch wieder innere Ruhe zu finden in einer sehr belastenden Situation. Und ich fand das spannend, weil eine US-Forscherin, die Emma Seppala, die arbeitet mit seiner Technik und hat mit dieser Technik auch Soldaten, die mit Traumata zurückkamen aus dem Krieg, eben wieder auf Kurs gebracht, die wirklich sehr, sehr stark traumatisiert waren. Und deswegen dachte ich gucke mir das mal an, was er da vermittelt und geh da mal unvoreingenommen hin. Ja, ich hab mit der Emma auch schon mal Kontakt gehabt. Hat die wirklich die Sache von dem Ravi Shankar gemacht oder hat die nicht diese Alternative Nostril Breathing gemacht? Ja, aber sie geht da ein bisschen außen drum in ihren meisten Veröffentlichungen, aber es gibt eine Stelle in ihrem Buch oder also wo sie quasi auf ihn Bezug nimmt und das ist seine ursprünglich ist das die Technik, wobei man
das kommt auch noch dazu bei Atemtechniken, das sind ja alles uralte Techniken. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, das passiert ja immer mal, dass jemand sagt, das ist jetzt meine Atemtechnik, die habe ich erfunden, muss man sagen, so stell dich hinten an. Das wussten vor hunderten von Jahren auch schon ganz viele Leute. Und, ja, mit Sicherheit. Nur weil man da quasi sein Label draufklebt und damit vielleicht ein paar Bücher oder Videos oder so verkauft, muss man sagen, ja. Es ist halt, es ist Allgemeingut und ja. Also ja. Insofern ist das, was er lehrt, nicht ganz seins und das, was Emma Seppala lehrt, ist auch nicht ganz ihres, sondern ja, atmen ja. Tun wir ja alle. Genau, aber dann wird mir klar, wenn die das auch benutzt, warum die da auch solche Wirkung hat. Mit dem anderen, was ich nur kannte, dachte ich, okay, das ist ja schon toll, wenn das wirkt, aber jetzt wird mir schon ein bisschen mehr klar. Schon mal super, danke. Okay, ja, magst du noch ein bisschen weiter beschreiben? Also wie ist das denn bei diesem Event gewesen? Das waren, glaube ich, viele Leute da in Berlin, ne? Ja, das waren sehr viele Leute. Das war in so einem richtigen Kongresshotel und das war unheimlich wuselig und voll. Das war ja alles noch vor Corona-Zeiten. Also niemand trug eine Atemmaske und alle waren sehr eng und beieinander und sprachen und machten zusammen wilde Atemübungen auf dem Boden, was man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen kann, aber so war's. Und ja, also ich habe schon gemerkt, dass es bei mir einen körperlichen Effekt hatte, so nach den ersten Übungen oder nach dem ersten Übungstag. Also fühlte ich mich so ein bisschen fiebrig. Ich weiß nicht, ob das durch die Übung kam. Ich hatte mit einer Ärztin gesprochen, die auch den Kurs zum ersten Mal gemacht hat. Und die meinte, das hätte eher damit zu tun, dass wir alle eben so dicht aufeinander waren und auch so nah mit der Nase am Boden, also am Teppichboden, wo man auch nicht weiß, wann das letzte Mal drüber gesaugt wurde. Keine Ahnung. Aber es tat sich auf jeden Fall was. Ich fand es interessant. Ich habe einige der Übungen für mich auch beibehalten oder übernommen. Ja. Der interessanteste Moment war für mich tatsächlich die große Abschlussmeditation, weil das waren ja wirklich sehr viele Menschen, also ich würde sagen 1500. Und dann haben wir zusammen eben so eine große Atemmeditation gemacht. Und dieser riesige Saal, wie der dann plötzlich ganz ruhig wird und auch man das Gefühl hat, so alle sich aufeinander plötzlich eintunen, wo vorher jeder vielleicht so ein bisschen seinen Gedanken war und in seinem Film und was muss ich gleich noch machen oder wie war denn der Tag heute? Und dann plötzlich kommen alle so gemeinsam in der Gegenwart an und sind danach vielleicht auch so ein bisschen gelöster oder gelassener und nehmen das dann mit nach draußen und begegnen dann ihren Mitmenschen vielleicht ein bisschen gelassener. Ein bisschen freundlicher oder offener. Das dachte ich, das hat einen Rieseneffekt. Also bei 1500 Leuten, es multipliziert sich ja da ganz dolle. Ja. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Moment. Ja, das kann ich auch gut verstehen. Also ich finde ja, dass man, wenn man das mal erlebt mit anderen Leuten, nicht nur zu atmen, es gibt auch so Momente, wo man vielleicht auch summt beim Atmen, ne? So einen gemeinsamen Ton hat. Du hast, glaube ich, auch beschrieben, dass ihr dieses Om auch zusammen gesungen habt. Das ist schon irgendwie was sehr Kraftvolles. Und dann vielleicht zu spüren, dass die Leute anders drauf sein könnten eventuell und anders in den Alltag gehen, das ist ja auch schon sehr mächtig. Also was ich, wenn ich das mal so einwerfen darf, und ich würde dich da gerne bitten, deine Meinung zu sagen. Ich merke wirklich mit den Workshops, jetzt nicht nur bei mir, generell Wim Hof Methode, was ich auch erlebt habe, als ich Teilnehmer war früher am Anfang, dass ich wirklich 180 Grad anders war mit anderen Menschen hinterher, weil das so eine gewaltige Kraft hatte, diese Atemtechnik, die den Körper so verändern, plus dann diese Kälte, die ja auch nochmal einen Effekt hat, den man da regelmäßig hat, dass das wirklich auch spürbar ist in den Workshops, die ich gebe, dass Leute, die eher mal sozial ängstlich sind, eher schüchtern, dass die nach 2-3 Tagen intensiven Atmung und Kälte, ich kann die Merkmale da nicht auseinanderhalten, welches Feature sozusagen dann die Wirkung dann eher dabei steuert, aber zusammengenommen kann man sagen, die sind ganz anders drauf. Also die verlieren ihre Ängste. Das habe ich bei mir auch wirklich festgestellt, dass man entspannter wird, stressfreier, angstfreier und damit gerade im sozialen Kontext anders funktioniert und gelassener ist. Ja, also was ich durch meine Recherche gelernt habe, ist tatsächlich, wie stark eben Emotionen mit der Atmung verzahnt sind und dass es eben auch wechselseitig wirkt. Also, dass ich mich in ein Gefühl hineinatmen kann,
aber auch eben ein Gefühl wieder in den Griff bekomme, indem ich die Atmung eben verändere, darauf aufmerksam werde und dann eben versuche, das anzupassen. Ja. Und ich glaube auf jeden Fall, dass dieses, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dieses gemeinsame Atmen hat etwas Verbindendes. Ich meine, wir atmen in dem Moment, wo wir jetzt in einem, ich glaube, bei Wim Hof, ihr seid ja vor allem viel draußen, ne? In der, eher in der Natur. Oder beim Yoga, Yoga in diesem geschlossenen Raum, man atmet ja letztlich alles ein, was die anderen ausatmen. Mhm. Und wenn das nicht verbindend ist, dann weiß ich nicht. Und vielleicht hat das auf einer metaphysischen Ebene auch einen Interesse, also einen verbindenden Effekt. Ich weiß es nicht. Also es war eine Sache, die mich halt so fasziniert hat, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist, das hört sich jetzt so banal an, aber die Atmung verbindet uns alle. Es ist wirklich so. Also diese Moleküle, die wir einatmen, die haben andere Menschen vor hunderten Jahren ausgeatmet. Oder diese Wassertröpfchen, die wir einatmen, die sind tausende von Jahren alt. Und das sind Sachen, die verschwinden auch nicht, sondern die bleiben um uns herum und verbinden uns alle miteinander. Und das ist schon ein großes Wunder. Und wir sind halt so ein Teil von so einem riesigen System, ein fragiles System auch. Und wie sich das alles ineinander fügt, ich finde das ganz, ganz faszinierend und toll. Ja, das ist eine super interessante Perspektive. Den Rest darfst du nicht verpassen. Wenn du diese Folge einzeln erwerben willst, geh einfach auf meine Homepage matthiaswitford.de und du kannst die Folge in vollständiger Länge auch einzeln streamen. Oder du kommst gleich in den Atemcode Club, in den Mitgliederbereich dieses Podcastes und kannst alle Folgen, die hier veröffentlicht werden, immer in vollständiger Länge anhören und noch vieles, vieles mehr und vor allen Dingen ein bisschen eher als die anderen. Sehr herzlich willkommen, geh zu bit.ly/Atemcode Club. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast mit dieser Aktion unterstützt, indem du entweder diese Folge vollständig haben willst und dafür einzeln bezahlst oder in den Atemcode Club kommst und mit dabei bist, wenn dieser Community entsteht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.